Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Malte und ich haben uns mal ein bisschen umgeschaut in der nächsten Umgebung und wir haben uns dabei mal Schweden angeguckt, wie viele Truppen die so haben, über 5000. Und wir haben uns auch, weil sich die Schotten hier breit gemacht haben, wir haben uns da natürlich auch mal die Schotten angeguckt. Die haben sogar über 6100 Truppen. Und dann sind wir über kurz oder lang auf ein interessantes Land gestoßen, auf eine interessante Provinz, auf ein interessantes Herzogtum, nämlich Böhmen. Böhmen ist im Moment total unterversorgt, wenn ich das mal so sagen darf. Das sind ganze 8 Provinzen und die haben im Moment nur 1000 Mann und können im Moment auch nur auf 1,8 aufstocken. Das heißt, Böhmen wird unser nächstes Ziel sein, denn Domaslava hat auf Böhmen, auf das ganze Herzogtum, auch noch einen Anspruch. Und wenn ihr mal schauen wollt, wir haben im Moment zwar noch nicht genug Prestige, aber das holen wir uns gleich. Wenn ihr mal kurz guckt, dann wird es so sein, dass Domaslava dann ein Vasall von Malte sein wird und selber auch noch einige Vasallen unter sich hat. Und das Ganze bringt dann auch noch 100 Ruhm und 8 ganze Provinzen. Da kann man nicht meckern. Das heißt, wir brauchen jetzt also erstmal für diesen Krieg 675 Prestige. Und wie kriegen wir das? Ganz einfach. Wir können ja immer noch den Titel Herzogtum von Holstein schaffen. Wir haben jetzt die erforderlichen 200 Goldstücke dabei und deswegen schaffen wir mal diesen Titel. Und jetzt extra für den Don lese ich es nochmal vor. Sieht das Ganze hier oben aus wie folgt. Wir haben noch 58 Gold, ein monatliches Plus von 6,2. Wir haben Prestige 624 und im Monat bekommen wir 6,4 dazu. Und die Frömmigkeit ist bei 78 und monatlich 0,9 dürfen wir erwarten. Ja, an dieser Stelle liebe Grüße an den Don. Das war meine Vorlesung für heute. Und ich bin ganz stolz, dass ich dran gedacht habe, das auch zu tun und werde mich bemühen, weil einige von euch das vielleicht nicht so gut hier oben am Rand erkennen können, das öfter nochmal vorzulesen. Okay, wir müssen jetzt natürlich das Herzogtum Holstein verteilen. Und ich werde zu diesem Zweck einfach mal in der Familie Gosek gucken, wem wir das denn geben. Die Dynastie hat ja von Malte schon so einiges bekommen und ich würde fast sagen, der Sohn von Maltes Schwester, was dann also sein Neffe ist hier, der Friedrich Gosek Riebe. Der soll das mal bekommen. Der erbt nämlich im Moment nur die Grafschaft von Riebe und ein Bistum. Und ich finde, da kann man den ruhig mal mit dem Herzogtum von Holstein glücklich machen. Das heißt, er bekommt jetzt Dithmarschen und Holstein. Herzlichen Glückwunsch. Damit ist jetzt auch ein Ratsposten offensichtlich leer geworden und da müssen wir uns jetzt auch mal angucken, wen wir da ins Auge fassen. Wir könnten Agatha nehmen, die hat aber nur 16 und ich möchte eigentlich gerade als Spitzel, da möchte ich eigentlich jemanden mit mehr Punkten haben und ich gucke jetzt mal gerade, wen können wir verheiraten, unseren Hofarzt vielleicht, der sieht mir doch so aus, als würde er dringend eine Ehefrau suchen. Bohusch, du bekommst jetzt ein Mädel an deine Seite. Oh ja, und guck mal hier, die dänische Magdalene, die hat 28 Punkte im Ränkespiel. Sehr gut. Und Bohusch bekommt jetzt eine Frau, die hinterlistig ist, sadistisch und lüstern. Das heißt also, wenn sie eine sadistische Person ist und die Frau eines Arztes, steht die bei jeder OP jetzt neben ihm und wühlt in den Eingeweiden rum. Ich weiß ja nicht. Gut. Das stelle ich mir jetzt auch nicht weiter vor. Aus bitte, wie sagt man noch so schön, Katzenbabys. Viel Spaß, Bohusch. Ich möchte sie ja nicht geschenkt haben, aber du musst sie jetzt leider nehmen.
Und ich lasse mal kurz laufen, damit sie hier ankommt und wir sie in den Rat holen können. Da ist sie schon. Ratspitzel Magdalene. Okay, herzlich willkommen. Und dann hätten wir eigentlich das Herzogtum jetzt auch ganz gut verteilt. Aber was mir jetzt auffällt, wir haben ja hier um mehr Kontrolle in Dithmarschen gekämpft. Da sind wir jetzt auf 15. Und das soll ja jetzt eigentlich der Herzog von Holstein machen. Das soll ja jetzt Friedrich machen und deswegen werde ich hier mal unsere Ratsmarschallin Thyra zum Aufgebote organisieren schicken. Das scheint mir auf jeden Fall besser. Wir können natürlich auch noch ein Bündnis mit Friedrich schließen, was sich mal wieder nicht lohnt, aber naja, Kleinvieh macht auch Mist, wir nehmen das mal und ich werde auch noch die Bande von Herzog Friedrich wie üblich hochsetzen und zwar, wenn er hier angenommen hat, da ist er schon, das Bündnis ist geschmiedet, jetzt können wir sie hochsetzen, hier die feudalen Steuern auf hoch, setzen das Druckmittel ein, damit es keine Tyrannei ist und schon ist das auch erledigt. Und ich würde sagen, dann ist es jetzt tatsächlich an der Zeit, Böhmen den Krieg zu erklären. Ich freue mich drauf, das sollte eigentlich eine sichere Sache werden. Allerdings brauchen wir noch was. Wir brauchen noch Prestige. Wir brauchen für den Krieg Prestige von 675 und wir sind jetzt bei 636. Das heißt, es dauert noch einen kleinen Moment, bis wir das machen können, aber allzu lange natürlich nicht. Okay, hier möchte König Duncan, der Zweite von Schottland, der mit der ganz großen Armee einen Briefwechsel, einen regelmäßigen mit Malte führen und er freut sich auf baldige Antwort. Das kann natürlich absolut nicht schaden, der ist mächtig und er hat einen, ach das sieht man so nicht, na nicht so gut jedenfalls, er hat ein relativ großes Reich, Schottland nimmt fast ganz Großbritannien ein und auch hier und dort sind schottische Flecken auf der Landkarte und deswegen, ja, oh hier kriegen wir 150 Prestige noch dazu, ach ich wollte eigentlich gerne den Briefwechsel machen. Ablehnen tun wir natürlich nicht. Nehme ich das Prestige oder die Meinung von ihm? Prestige, komm. Wir wollen jetzt auf jeden Fall den Krieg führen. Das ist wichtiger als der schottische König. Und deswegen geht's jetzt los. Der Anspruch lautet, das ganze komplette Herzogtum von Böhmen für Domaslava, die dann unsere Vasallen wird. Törö, törö. Der Krieg ist ausgerufen und wir werden jetzt erstmal den Sammelpunkt ein bisschen näher an Böhmen verlegen. Ich überlege gerade, das können wir eigentlich sogar hier machen. Und wir heben natürlich die Armeen jetzt auch aus. Gucken, dass die sich alle sammeln. So. Und ich würde meinen, wir können dann direkt auf Prag zumarschieren. Da stehen auch schon die gegnerischen Truppen, knapp 1000 an der Zahl und ja, warten auf uns, so wie es im Moment jedenfalls aussieht. Ich könnte eigentlich, fällt mir gerade ein, auch wenn der Kriegsausgang relativ klar ist, ich werde noch Friedrich mit seinen 1,5 Leuten in den Krieg rufen und auch die Gräfin Dus, die immerhin, ich glaube, 1500 hat, die soll mal auch mitkommen, umso schneller sind wir durch, denn wir sind jetzt bei 54 Gold und minus 9,5 Gold im Monat. Und ich will nicht, dass Malte sich so extremst verschuldet. Ein Komplott bei Hofe. Oha, und jetzt wird das erste Mal gegen Malte höchstpersönlich ein Komplott geschmiedet. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht und wir müssen zusehen, dass
wir die Sache aufdecken. Das muss natürlich sein, wenn wir hier mal gucken. 5% Erfolgschance ist zwar nicht viel, aber das muss natürlich verhindert werden. Hier kommen die Zusagen. Unsere Verbündeten melden, dass sie mit beim Krieg dabei sind. Und der Papst Lucius II. Möchte mit uns auch einen Briefwechsel. Okay. Ja, das können wir gerne machen. Der hat eine Meinung von minus 5 und da machen wir jetzt mal auch den Briefwechsel, aber ich komme an diesen 150 Prestige ja nicht vorbei, ne? Wir haben jetzt 55 Prestige und kriegen monatlich 6,2 mehr. Wir sind illuster und zum Fortschritt zu erhaben, brauchen wir noch 1500. Das ist natürlich auch noch weit weg. Ich kann da nicht dran vorbei. Wir nehmen das Prestige. Ich kann da nichts für. Das muss so. Das tut mir jetzt echt leid. Ich war ja gewillt, den Papst irgendwie gnädig zu stimmen. Aber ja, an dem Prestige komme ich irgendwie immer ganz, ganz schlecht vorbei. So, ich habe gar nicht geguckt. Wir müssen gleich mal gucken, was wir für einen Anführer dabei haben. Wer hier gerade alles in Beschlag nimmt. Und hier oben, das ist aber kein gutes Symbol. Euer Haupterbe gehört nicht zu eurer Dynastie. Das heißt, die Idioten. Irgendwer hat nicht Prinz Paul gewählt, sondern der Königstitel hier, der wird jetzt offensichtlich vererbt an Gudrun Svensdatter. Das ist scheiße, Jungs. Was macht ihr denn? Das ist überhaupt nicht gut. Und wir müssen uns mal kurz angucken. Ich weiß gar nicht, wo finden wir das? Nachfolge, die Wahlanzeigen. Wir müssen mal gucken, was für ein Honk die Alte jetzt gewählt hat. Graf Jürgen Carlsen von Viborg. Der hat sie gewählt. Und noch einer. Wie? Ey, das geht mal gar nicht. Die hat jetzt 7 Stimmen und eure Abstimmungsstärke 2. Ach Mann, das geht doch gar nicht, ey. Was wählt der die denn? Okay, so geht das nicht. Wir müssen die Alte umbringen. 24%, ist egal. Wir machen das jetzt. Und er muss auch irgendwie, weiß ich nicht, was machen wir denn mit dem? Der braucht keinen Vormund mehr, oder? Wie alt ist der? 15. Shit. Ja, wir lassen es erstmal beim Mordkomplott und hoffen, dass Malte nicht stirbt. Kümmern uns um diesen Krieg und dann müssen wir da dringend was gegen tun. Das geht natürlich nicht, ne? Also es könnte sich natürlich auch von alleine wieder auflösen, wenn dieser dämliche Heini irgendwas anderes wählt. Aber das wissen wir natürlich nicht und darauf möchte ich mich auch nicht verlassen. Herzog Jens hat das Komplott gegen Malte geschmiedet. Das ist jetzt rausgekommen. Und natürlich werfen wir ihn jetzt in den Kerker. Natürlich tun wir das. Denn das hat auch noch sein Gutes, denn wenn wir hier jetzt die... Oh, wir können nicht. Wir haben zu wenig Prestige. Ich wollte jetzt die Lehnsautorität erhöhen, damit wir ihm den Titel aberkennen können. Das wäre jetzt super gewesen, da fehlt uns aber Prestige. Es fehlen noch 128 Prestige. Okay, haben wir jetzt gerade nicht. Das ist natürlich blöde. Wir werfen ihn also ins Gefängnis. Der ist jetzt doch da, oder? Warte mal kurz. Das muss ich nochmal prüfen.
da ist er. Der Herzog ist da. Und der Herzog, also so leicht können wir das natürlich nicht machen. Ich kann ihn jetzt auch hinrichten lassen. Das ist aber Tyrannei. Das möchte ich natürlich vermeiden, beziehungsweise Malte möchte das vermeiden. Und ja, da müssen wir uns wirklich überlegen, was wir tun. Auf jeden Fall werden wir den erstmal in den Kerker verlegen. Und wir werden jetzt auch die Bekehrung verlangen. So. Gepriesen sei Gott, genau. Und hier werden wir jetzt der Schlacht mal zugucken. Ja, ob sie die beste ist dafür, das wage ich zu bezweifeln. Das sieht man auch hier. Ich habe jetzt leider, bevor wir Prag verlassen haben, nicht mehr geguckt, wer hier die Anführerin ist. Aber aufgrund der Übermacht werden wir auf jeden Fall gewinnen. Das steht schon mal außer Frage. Wir sind jetzt bei einem Kriegsstand von plus 32%. Mord unterwegs. Wenn die Zeit reif ist, brauchen meine Agenten einen sicheren Fluchtweg aus der Residenz von Graf Weikart für den Fall, dass etwas schieflaufen sollte. Eine genaue Karte der näheren Umgebung mit allen versteckten Pfaden und Höhlen könnte eine wertvolle Ressource sein. So, dafür sollen wir jetzt 35 Gold zahlen, damit wir eine Umgebungskarte erhalten, und dann steigt die Geheimhaltung um 10 und die Komplotterfolgschance auch. Ja, aber die Chance ist nur bei 53%. Selbsterkunden verspricht mehr Erfolg. Wir erkunden selbst. So. Und wir gucken zu, wir haben diese Schlacht gewonnen. Das ist schon mal gut. Der Gegner wird sich jetzt verkrümeln und wir werden, glaube ich, diese Baronie hier mal in Augenschein nehmen und belagern. Okay, es geht weiter. Wir beobachten natürlich, wo er bleibt. Hier wird der Feind ebenfalls geschlagen. Das ist gut, wenn Belagerung und Schlachten gleichzeitig stattfinden, denn das erhöht den Kriegsstand. Auch gleichzeitiges Belagern finde ich sehr schön. Unsere Truppen machen das sehr gut. Wir müssen jetzt aber hier demnächst wieder uns auf die Truppen stürzen, denn oh, wir haben schon 100%. Das ist schön. Böhmen gehört uns. Forderung erzwingen. Wir gucken uns nochmal an, was Domaslava alles bekommt. Sie bekommt 4 Vasallen. Wir bekommen 100 Ruhm und Domaslava erhält das Herzogtum von Böhmen. So sei es. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken. Wir haben erstmal ein Druckmittel gegen Domaslava erhalten. Und wir werden das auch dafür nutzen, die Feudalsteuern hochzusetzen. So, dann haben wir einen Gefangenen, der Lösegeld verspricht. 3 Stück sogar. Graf Konrad für 10 Gold. Ah, das ist auch so ein kleiner, das ist okay. Und Adelaida von Leitmeritz. Immerhin 25. Auch eine Gräfin. Jawohl, nimm mal. Und war da nicht eben noch jemand? Ah, sie geht weg. Ja, das gucken wir uns, wenn, später nochmal an. Wichtiger ist mir jetzt auf jeden Fall diese Meldung hier. Das Reich verliert Land, wenn der Vasall stirbt, weil das an Graf Wladislaw von Znaim geht. Das ist unser Schwager. Das ist nicht so gut. Darum müssen wir uns auf jeden Fall kümmern und wir müssen uns natürlich auch weiter um
diese falsche Dynastie-Sache kümmern. Unser Haupterbe, das ganze Königreich, geht an den falschen Heini. Das geht natürlich nicht. Und wir haben jetzt leider auch unseren Ratsverwalter verloren und nehmen da jetzt erstmal, bis wir was Besseres haben, Graf Bernhard. Okay, also wir haben auf jeden Fall zu tun und wir haben leider im Moment nicht genug Prestige, um sofort hinterher Mähren anzugreifen. Wir gucken uns das Ganze aber mal an. Das sieht nämlich sehr gut aus. Domaslava hat hier auch den Anspruch auf das ganze Herzogtum. Und auch da brauchen wir aber 675 Prestige. Wir sind jetzt bei 267 und das reicht natürlich bei Weitem nicht. Okay, wir werden uns statt Krieg führen in der nächsten Folge erstmal damit beschäftigen, den Haupterben irgendwie wieder ins Spiel zu bringen und natürlich auch darum, dass das Reich kein Land verliert. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Malte war erfolgreich, Domaslava ist hoffentlich zufrieden. Dänemark hat ganz Böhmen eingenommen und damit würde ich dann doch die Folge abschließen wollen. Das war sehr schön und wir schauen mal, was dann in der nächsten Folge geht. Bis dann, vielen Dank fürs Schauen und tschüss.